Wir sind jetzt gerade fertig mit Drehen und wir haben ausgemacht, dass wir morgen um 10.30 Uhr Abfahrt haben. Wir haben sehr, sehr krasse Drehtage hinter uns auf jeden Fall. Es wird sehr, sehr lustig. Und wenn dieses Video gerade online ist, könnt ihr auch die Serie abchecken. Ich bin mir noch nicht sicher, wie sicher das jetzt wird, dass wir morgen um 10.30 Uhr hier das Hotel verlassen. Aber das sehen wir morgen in der Früh. Nächsten Tag. Für alle Leute, die jetzt denken, wir sind in Japan. Nein, sind wir nicht. Wir befinden uns in Portugal. Cristiano Ronaldo, Sui. Diese Stadt ist wunderschön. Sehr warm, freundlich. Für alle Leute, die nicht genau wissen, warum wir eigentlich hier sind. Ich erkläre es euch mal so. Lukas bekommt seine eigene Serie auf Join. Das wird der erste Link in der Videobeschreibung sein. Das heißt, ihr geht da drauf, supportet das Ganze. Ihr markiert uns in den Stories. Lieben euren Support, wir sind sehr dankbar. Wir fragen sehr selten, aber für die Serie wäre es sehr geil, wenn ihr da ein bisschen Support da lasst. Jetzt gehen wir raus und erkunden ein bisschen die Stadt, Leute. By the way, dieses Hotelzimmer ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dusche 1A. Wasser riecht ein bisschen nach Chlor, was ich nicht ganz checke. Aber ich denke mal, das ist oft so im Ausland, um das Wasser einfach noch sauberer zu halten. Effektiv, für mich alleine, super. Betten, den Betten gebe ich eine 3 von 10. Sehr unbequem, sehr wackelig. Wisst ihr, was ich meine? Einfach nicht das Wahre. Fernseher, muss ich sagen, weiß ich nicht, warum es immer ein Hotelzimmer gibt. Benutze ich nicht. Das hier. Sarumazo. SM. Wir befinden uns im Moxie. Ist ein wirklich gutes Hotel. Sehr nah am Flughafen. Wir sind halt sehr weit außerhalb. Aber die Hotelzimmer haben diesmal nicht wir gebucht, sondern das Team. Have a nice day, bye bye. Die Putzfrau hat gemeint, ich habe die Kamera vergessen. Bei dem Filmen ein Vlog, Leute. Ich filme einen Vlog. Versteht ihr? Ich filme einen Vlog. Schau mal, ob Lukas und Sabrina unten sind. Ey, wir haben es 33. Ich bin ja übel pünktlich. Mit Ansage, die sind nicht hier. Ich hab's euch gesagt, Leute. I'm alone, single and ready to mingle. So, the thing is, here's laptop inside. So. Okay, so in this case, don't have to worry. Look at this. Thank you. Perfect. Das ist auf jeden Fall unser Hotel, Leute. Wir befinden uns bei Moxie Oriente, heißt die Station hier. Ich muss ehrlich sagen, portugiesische Luft zu atmen macht auf jeden Fall Spaß. Das Wetter ist der Hammer. Parkt eure Autos nicht falsch, ich wurde gestern so 10 Stück abgeschleppt oder so, keine Ahnung. Trotzdem ist das hier schon etwas außerhalb. So in die Stadt brauchen wir trotzdem so 30 Minuten. Das ist aber bewusst so gewählt geworden, weil das der perfekte Punkt ist zu den ganzen Restaurants, zu denen wir gegangen sind, wegen der Serie, die rauskommt. Erster Link in der Videobeschreibung, nur so by the way. Eine Frage habe ich. Was ist aus 10.30 Uhr geworden, mein Freund? Wir haben gesagt, gesagt 10.30 Uhr. Dann hast du gesagt 10.30 Uhr. Dann hast du gelacht, hast gesagt, es wird 11. Dann sind wir ins Bett gegangen. Good morning. Goddamn. Good morning, Sabrina. How are you? Good morning, how are you? Wie gefällt uns Portugini? Sehr gut, sehr schön. Das Wetter und die Leute sind extrem, extrem nett. How are you? 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 Okay, stopp. War das jetzt schon wieder unser ganzer Dialog für heute, oder? Cristiano Ronaldo number one. Yeah. Yeah. Sui. Who's your favorite football player of all time? All time. Ronaldo from Brazil. Ronaldo? This one with Zahnlücke? Yeah. For me, I would say the best of all time is Ronaldinho. Auch immer schließlich, wenn wir weiterreisen, und heute ist ja auch unser letzter Tag in Portugini, so gesagt nach euren Tipps und Tricks in den nächsten Städten. Wir fliegen ja heute so gesagt weiter nach Kopenhagen, und hier habe ich schon einen Tipp bekommen: Hotdog Hotspot. Habt ihr gewusst, dass Kopenhagen ein Hotdog Hotspot ist? Ja, gehen wir hin sogar. Zum Hotdog Hotspot oder Hotspot? Hotspot. Perfekt, Digga. Mir na itzamzin. Mine itan samzin, gut. In der Timeout Market. Taking our timeout. Also Freunde, herzlich willkommen beim Timeout Market. Wir waren auch in der Serie, die jetzt schon online ist, hier und haben die ein oder andere Sache probiert. Das heißt auch für euch, falls ihr das alle sehen möchtet, könnt ihr euch das über den ersten Link natürlich auch anschauen. Und was der Timeout Market ist, wird euch jetzt Lukas erklären, weil... Turn around. Erklär's. Nein. Also der Timeout Market. Ihr alle kennt doch das Timeout Magazine. Artikel aus London, es gibt Artikel aus Paris, New York, Los Angeles, Lissabon, Barcelona. Da steht immer 15 Best Restaurants in diesen Artikeln. Und hier haben wir einfach einer dieser Artikel einfach in real life als Market. Es gibt eine Sache, die wir auf jeden Fall alle noch nicht probiert haben, aber schon am ersten Tag gesehen haben. Und zwar Crush Donuts heißt es. Ich glaube, oder ich hoffe es zumindest, sehr, sehr leckere Donuts. Und danach werden wir noch einen Burger testen gehen in Lisboa, den Miss Historyfeed rausgesucht hat. Ich hoffe, wird geil. Das sind einfach Autoreifen.
Weil du schon Sommerreifen brauchst, gell? Du hättest dir keinen komplizierteren nehmen können zu essen. Ich habe schon einen weicheren Donutteig gehabt, auf jeden Fall. Er ist jetzt nicht so ganz weich. Bei ihm macht es den Anschein, als würde es ihm schon schmecken. Die sind zu überladen. Ich glaube, der Teig ist sogar weich bei mir. Aber der ist einfach too much. Das ist immer so, gell? Diese Hype-Donut-Läden konzentrieren sich auf eine Sache nicht. Und das ist der Teig. Ich weiß noch in L.A. aus dem Supermarkt, die simpelsten, es war ein random Supermarkt. Donuts mit Zucker drauf. Reingebissen, es war eine Wolke. Okay, aber der fühlt sich schon sehr weicher. Fühlt sich schon sehr weicher. Das ist der wahrscheinlich der beste sein, Mann. Der ist eine Maschine. Der ist eine absolute Maschine. Trotzdem noch nicht wie in L.A. Da würde immer noch was gehen. Oder Japan, der Teig. Schmeckt sehr krapfig. Ja? Das ist kein Krispy Kreme auf jeden Fall. Also sind wir uns einig, wahrscheinlich ist der beste Call, wie unsere Kölner Jungs sagen würden, bei Crush Donuts der hier. Ja, außer der steht halt auch überall. Ja, aber wenn der Teig nicht sitzt, Leute, dann nimmt trotzdem den Vertrauen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, der Kauf lohnt sich generell nicht. Beautiful Portuguese. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Stadt. Geht auch irgendwie immer nach oben, unten. Also es ist nicht so wirklich flach hier. Portugini. Das ist auch so ein Ding. Die Autos werden immer abgeschleppt. Hier geht es sehr schnell in Portugal. Das habe ich jetzt schon wirklich 6-7 Mal gesehen. Zack, das wird so markiert. Kralle dran und vorbei. Ah, stimmt. Hier, der nächste. Grüße gehen auch raus an Thiago. Collect Burger hat er mir auch empfohlen. Ist so ein bisschen mit Drinks und DJ so. Ist eigentlich sehr geil. Hi. What's up, bro? I'm good. Right? How are you guys? Just fine and you? Very good. I heard it's a really good burger, right? Yeah, it is. A friend of mine suggested me this one. Bro, you need to come at night. At night? Yeah, we leave tonight, so that's the problem. Yeah. So we were open at 3 if you want to try the burgers. Yeah, next time maybe. We will be back because we only stay 3 days, so. Alright. Next time. Thank you. Bye bye. Beim nächsten Mal werden wir ihn abchecken. Wir fliegen leider heute ein bisschen zu früh. Weiter. Verstehst du? Dallas Burger. Suggested by her story feed. We gon' check it out. Ich habe auch lange keinen Burger mit Lukas getestet, ist mir aufgefallen. Sag mal, die 300.000 Abonnenten haben sie mal weg. Arrogant geworden. Abgehoben. Hi. Hi. Das sieht auf jeden Fall richtig nach American Diner aus, oder? Schöner Laden aber. Ganz kurzer View für euch, Leute. Sieht absolut aus nach einem Diner, Bruder. Die Tische, die Stühle, die Bänke. Haben so alles. The music, even the name. Man muss sagen, die Burger tropfen. Wir haben zweimal Patties bei mir. Auf jeden Fall keine Fertig-Patties. Da läuft so ein bisschen der Fleischsaft noch raus. Wir haben Double Cheddar. Wir haben eine, ich weiß nicht genau, was für eine Soße es ist. In-N-Out-Soße mit Ketchup, Mayo, Senf, bisschen Essiggurken. Dann haben wir noch Sliced Salat einfach unten. Yeah, ich sehe jetzt keine Pickles, aber ich glaube, die Pickles sind ein bisschen in der Soße drin. Ah, okay, perfekt. I got you, man, I got you. Brioche Bun. Das hier wäre ein maximaler Burger. Maximaler Burger. Das Brot ist das Einzige, was mir nicht so heftig taugt. Ich finde das Fleisch richtig krass. Bei mir nicht so irgendwie. Bei mir ist so ähnlich wie beim. Also, das wäre richtig geil, wenn mehr Salz auf dem Patty wäre. Also, bei mir schmeckt es auch ein bisschen das Fleisch ein bisschen leer. Brot ist ein bisschen bröselig. Aber trotzdem finde ich den geil. Der ist auf jeden Fall genauso gut wie der Ground Burger. Ja. Ich würde fast sagen, das Fleisch taugt mir auf jeden Fall mehr wie bei dem Ground Burger. Das Brot ist, ja, das ist bei mir zu brotig. Probier mal den. Da fehlt eigentlich nichts, außer da müsste ein krasseres Bun sein. Das zerfällt, Vorsicht. Das ist ein maximaler Burger. Ja, ich finde trotzdem, es fehlt Salz, oder? Hey? Ein bisschen Power. Okay. Ein bisschen Power könnte noch ins Patty. Ja, Käse finde ich aber nice. Es ist bei mir, ich weiß nicht. Da scheiden sich unsere Geister, Bro. Ich finde den Burger auch nicht schlecht. Ich finde ihn eh geil. Ja. Ich finde ihn ungefähr genau. Also ich finde bei Ground Burger, den wir bei mir gegessen haben, den ungefähr selbe Problematik irgendwie. Die sind geil, ich finde diese Rezeptur geil. Ich finde auch der Bun, der ist vielleicht nur ein bisschen alt, der ist ein bisschen bröselig ist, finde ich. Oder ist er überhaupt bröselig? Vielleicht ist er so gewollt. Er hat für mich so ein bisschen Kucheneffekt, finde ich. Das ist so eilig auch, ja. Ja. Man findet in Lisbon auf jeden Fall sehr, sehr gute Burger. Die zwei, die wir zumindest gegessen haben. Und diese Collect Burger, den ich gerade gezeigt habe, der wurde mir auch empfohlen. Weiß ich natürlich nicht, wie gut er ist. Aber ich bin zufrieden. Man wird zufriedengestellt, wenn man hier einen Burger möchte. Also, warte mal, was soll ich jetzt sagen?
vermisse meinen Vater. Warum läuft hier eigentlich Jamaica-Musik gerade? Was ich sagen kann ist, ich mag diesen Burger. Ich finde ihn geil, ich finde den Käse gut. Zu viel Soße und das Brot hat für mich zu viel Masse. Das heißt, mir fehlt die Luft zwischen dem Teig. Ich denke, man versteht, was ich meine. Lukas hat es gerade ein bisschen erklärt. Die Hydration ist zu niedrig. Der ist zu mehlig, weißt du, dann hast du zu viel Masse und dann geht der Teig nicht richtig auf. Und wenn der Teig nicht richtig gegangen ist, dann hast du so einen verklebten, zu dense, zu dichtes Brötchen. Dann hast du so eine Kugel einfach, die ist zu schwer. Okay. Muss leicht sein. Was sagen wir zu dem Frittatis? Der fehlt nur Salz. Bei dem Typ fehlt ziemlich oft Salz, fällt mir gerade auf. Das sind gut, ja, sehr gut. How are you? War auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch mal in Lissabon Burgers zu essen. Unsere eigene Serie könnt ihr abchecken auf Join. Erster Link in der Videobeschreibung. Markiert uns in den Stories. Danke für euren Support und bis zum nächsten Mal. Peace. Zu late. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zu sehen. She tired. Tired. She exhausted. She need to recharge.